Oh, schönen guten Abend, Würzburg. Herzlich willkommen im Chase zum Charivari Meet and Greet. Ich nehme jetzt unfreundlicherweise mal den Blick ein bisschen weg vom Publikum und gucke da beim Julian in die Kamera, denn wir sind just in diesem Moment auch live bei Facebook. Das ganze Konzert heute Abend wird live gestreamt in voller Länge mit mehreren Kameras. Danke an den lebenden Kameramann, an das lebende Stativ hier vorne, der Julian mit seinem Team von Movie Jules. Danke auch an den Chris Thum, mittendrin steht er, ihr kennt ihn alle, dass es heute Abend möglich ist. Und wir wollen auch alle, die bei Facebook Live gerade dabei sind, mal so ein bisschen neidisch machen und zeigen, dass der Laden bumsvoll ist und die Stimmung grandios. Würzburg, geht's euch gut? Ja, wir saßen vor ein paar Monaten beim Chris draußen, wo wir auch schon lecker Steaks gegessen haben und haben überlegt, wir wollen mal ein besonderes Event machen, was Würzburg sonst so nicht erleben kann oder sonst so nicht erlebt. Es war ein sehr kreativer Abend. Ich habe es vorhin in kleiner Runde schon erzählt. Er war so kreativ, dass Swazik, unsere Morningshow, am nächsten Morgen ausgefallen ist. Also zumindest für mich. Swazik war da, ich nicht. Und wenn das heute Abend genauso läuft, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass unsere beiden Protagonisten, die beiden Stars, die wir aus Wuppertal und Hamburg haben einfliegen, nicht ganz, mit der Bahn einfahren haben lassen, dafür sorgen werden, dass es ein toller Abend wird. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir vor einigen Wochen in deinem Büro saßen und Goldmeister präsentiert bekommen haben. Wir haben uns den ersten Track angehört, den zweiten Track und haben uns gesagt, mein Gott, was machen die Jungs da? Hop-Jazz, also Jazz und Hip-Hop einfach mixen, denn es sind ja Kinder der 90er Jahre und ich finde es faszinierend, dass diese Jungs sich gesagt haben, wir machen einen ganz neuen Musikstil und der ist goldmeisterlich. Wir freuen uns heute Abend auf Goldmeister, auf Phil und Chris. Sie sind gut drauf, sie sind begeistert von Würzburg, das, was ihr gesehen habt. Ihr habt auch schon gesagt, Mensch, so ein kleiner Urlaub in Mainfranken wäre drinnen. Aber wir hoffen jetzt erstmal, dass ihr uns begeistert. Und ich kann euch eins verraten, wenn ihr begeistert seid und ihr werdet es sein, dann gibt es heute noch eine dicke Überraschung für euch. So, und sie wurden im Hotel, das erzählen wir später noch detailliert, schon wie echte Stars in Würzburg empfangen. Und jetzt seid ihr an der Reihe, ihnen zu zeigen, dass wir Würzburger feiern können. Besser als die Hamburger und Wuppertaler. Würzburg, viel Spaß mit Chris und Phil. Hier ist Goldmeister. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Hallo zusammen. Hallo Würzburg, schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Schön, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wahnsinn bei euch zu sein. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Do, 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 yeah. Da, 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 da. Oh, oh. Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte oder nur vom Hören sagen, denn bisher rannte ich durch meine Welt und war der König. Doch alles, was mir gefällt, ist mir jetzt zu wenig. Alles, was mich kickte, von dem ich nie genug kriegte, lass ich lieber sein, denn ich fühle mich allein. Du fühlst dich nicht nur allein, Mann, du bist es, drum lass das Gejammer sein, denn so ist es normal auf dieser Welt, auch wenn's für dich gefällt, schau dir deinen eigenen Film, bist dein eigener Held. Ja, Mann, irgendwie hast du ja recht, und trotzdem ist mir schlecht, echt beschissen, denn ich möchte mal wissen, welcher Film auf dieser Welt einen Oscar hält, in dem die weibliche Hauptrolle fehlt, denn sie ist weg, weg! Und ich bin wieder allein, allein, sie ist weg, weg! Davor war's schöner, allein zu sein, jetzt ist sie weg, weg! Und ich bin wieder allein, allein, sie ist weg, weg! Ich raff es nicht ab, was ist daran schlimm, dass ich jetzt nicht mehr der Mann für sie bin? Da sitz ich und kack mich zu und beginn zu denken, dass ich keine andere bin. Die eine ist weg, groß, war sie für dich nicht nur Mittel zum Zweck und Grund, sich hinter ihr zu verstecken, andere zu checken, was hat. Und jetzt kommst du. Wie gesagt, das ist krass, dass ich dachte, ich verpasst. Was, wenn ich die Finger von den anderen lasse? Was ich machte, denn ich dachte, diesen Spaß gibst du dir, wenn du die eine nicht mehr hast. Und jetzt was? Jetzt ist sie weg und ich versteck mich, klick. Ich hab keine Lust auf andere, also leck mich. Sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Ich bin wieder allein, allein, sie ist weg, weg! Würzburg, seid ihr gut drauf? Mach mal ein bisschen leer! Es tut mir aber leid,
Wir waren beide verdammt cool. Doch innerlich raffte ich, bin er echt null. Wer war immer ich da, ich tue alles für sie. War was immer ich machte für mich irgendwie. Und in der Philosophie fuhr ich einfach frei, sorgenfrei an ihr vorbei. Ich schätze, bin mir ein bisschen hochgeflogen und gelogen. Und hab sie dabei mit mir selbst betrogen. Kluge Worte, was? Hinterher, was man immer mehr. Doch so sehr ist mich auch dagegen wehr. Bleibt nicht schwer, aber war nicht gelehrt, denn sie ist nicht da. Klar, ja, ja, wunderbar. Tolle Rede, Mann. Hört ihr sich nicht, man sagt nicht, dass sie dran. Und jetzt schau dich an, wo bist du hingekommen? Ich sag's dir, sie ist weg und hab mich mitgenommen. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schöner, allein zu sein. Jetzt ist sie weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Hammer, bei euch zu sein heute Abend hier in Würzburg beim Meet and Greet von Radio Charivari. 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 Absoluter Hammer hier. Also was für ein sensationeller Empfang. Ja, also ich habe das noch nie erlebt, dass auf meinen Schlappen in einem Hotel mein Name stand. Das habe ich heute zum ersten Mal. Ja, das ist... Das ist echt der absolute Hammer. Also Schlappen mit Namen versehen. Und eine Flasche Wein geschenkt gekriegt. Also wir kommen wieder auf jeden Fall. Auch wenn ihr nicht wollt, wir kommen trotzdem. Ja, ihr Lieben, wir sind Goldmeister und ihr habt es schon mitgekriegt, wir haben quasi Hip-Hop- und Rap-Texte von ganz, ganz bekannten Songs genommen und haben die sozusagen in die goldenen 20er Jahre gepackt. Da wollen wir euch heute Abend auf so eine kleine Reise mitnehmen und natürlich darf die Ode schlechthin an unsere deutsche Hauptstadt auch nicht fehlen. Dickes B nicht fehlen. Genau, hier ist Dickes B. Nee, noch nicht. Genau. Es kommt noch was anderes. Macht der Künstler alles selbst heute Abend, ne? So. Ja, normalerweise sind wir ja ein paar mehr Leute. Wo sind die Hände? Das sind schon ein paar, das geht schon. Zitterte es, wummerte im Ohr. Sicherheit liegt wie mein junges Herz verloren. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich dich werde, zieht die Cruise Sprang in mein Motor. Ich singe auf dem Fahrrad, mein Bass und Martin Nord. Ausgerichtet Zaune auf den Nachbarn am Moment. Ich stehe auf frische Downbeats aus meinem Record Store. Kucke, Junge, Suke, Sonic, Sound System, Kultur. Wenn Party ist, dann sind wir on the Dancefloor. Der DJ macht den Vers und die Arbe ist den Chor. Du versuchst den Bass wie eine Mordaschimmor. Es singt dich in die Knie, denn der Rhythm ist Hardcore. Sing, was wir haben, bis morgen 7 Uhr. Und das gibt's eine Sperrstunde bei uns im Urlaubfuhr. Der Ball mit dickes Rohr kommt dann schon mal vor. Und das Dick Smoke durch Brandenburger Tor. Dickes B, oh Mann, der springt. Sommer tut so gut und im Winter tut's weh. Mama, Berlin mag Stein und Benzin. Wir lieben einen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, oh Mann, der springt. Sommer tut so gut und im Winter tut's weh. Mama, Berlin mag Stein und Benzin. Wir lieben einen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Prost! Die Berliner Luft im Vergleich zu anderen Städten bietet den leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten und Paraden zu feiern und exklusive Fäden. Die Massen sind jetzt raus, hat sie niemand umgebiegt. Oh, früher ging's in Berlin um Panzer und Raketen. Heute lebe ich im Osttisch im Blümchen-Tapet. Kümmer mich nicht allzu sehr, vom Taler und Moneten. Baue hier und da einen Track, aber dafür ein Kontrieb. Kuhn ist mäßig, dass die Stadt aus allen Nähten. Aber wo sind jetzt die Typen, die auch ernsthaft antreten? Oh, mehr Potenzial, ihres Stars hast du nicht. Zu viel Kraft in der Lunge für zu wenig Trompeten. Dickes B, oh Mann, der springt. Sommer tut so gut und der Winter tut's weh. Mama, Berlin mag Stein und Benzin. Wir lieben einen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, oh Mann, der springt. Sommer tut so gut und der Winter tut's weh. Mama, Berlin mag Stein und Benzin. Wir lieben einen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Schade, dass man unseren Sopransaxophonisten jetzt ja, einmal ein. Normalerweise würden wir sagen, einen dicken Applaus für Lasse!
und Benzin. Wir lieben ein Duft, wenn wir um die Olga ziehen. Dickes B und Mann, Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama, Melli, Mark, Stein und Benzin. Wir lieben ein Duft, wenn wir um die Olga ziehen. Hey! Dankeschön. Vielen Dank. Mal Hand hoch, wo sind noch Kinder der 90er anwesend heute Abend? Das sind ja nicht so viele. Seid ihr alle noch so jung oder was? Ihr Lieben, sagt euch noch Freundeskreis was? Jawohl! Ja. Also, wir haben gedacht, wir machen aus dem Song mal eine Herrenballade, obwohl es eigentlich Mann und Frau, so ein Mann-und-Frau-Ding ist. Richtig. Und wir müssten noch was dazu sagen. Ja. Weil jetzt definitiv kommt nämlich das richtige Ding. Genau. Das wurde uns vorhin, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig gesagt habe, aber jetzt kommt das richtige Ding. Jetzt? Ist das richtig? Alles klar. Mit dir. Steht die Zeit still. Du bist, was ich will. Spürst du, was ich will? Denn was ich fühle, ist real. Das ist mehr als nur ein Spiel. Ich lieb dein Stil, dein Sexappeal. Komm, relax mit mir. Ich will nicht tun, was du später mal bereuen wirst. Doch heute Nacht brauch ich ein bisschen mehr als Freundschaft. Bitte schau mich nicht so an. Deine Blicke sind gefährlich. Oh, ehrlich, ich bin mir. Mit dir steht die Zeit still. Du vermisst mich, bist zu viel für mich. Spür, wie du mein Bild bringst. Ist es mehr als nur ein Spiel? Leg die Karten auf den Tisch. Meinst du, ich bleib kühl, wenn du bei mir bist? Ich will nicht tun, was ich später mal bereuen werde. Doch heute Nacht brauch ich ein bisschen mehr als Freundschaft. Deine Küsse machen süchtig. Nimm Rücksicht. Ich weiß, du bist berüchtigt. Komm her, komm her, komm her, komm her. Baby, baby, du bist gut wie Kamasutra. Sonst hört es deine Mutter. Dass wir zu weit gehen, wird das mir jetzt nur One-Night-Stand? Oder willst du mich nur haben, um dein Gönnis davon zu erzählen? Mit dir bleibt die Welt stehen, denk ich, dass wir uns nicht wiedersehen, wenn sie sich morgen weiter dreht. Ich weiß, es ist schon spät, soll ich lieber gehen oder bei dir bleiben? Du bist mehr als nur mein Zeit. Ist es Einsamkeit, die aus deinen Augen schlägt? Lass uns warten sein und genieß den Augenblick. Auch ich glaub dir, es ist unglaublich, wie sehr du mir vertraut bist. Mit dir bleibt die Welt stehen. Werden wir uns wiedersehen, wenn sie sich morgen weiternehmen? Ich weiß, es ist spät, weiß nicht, was sie macht, denn ich will deine Leidenschaft. Nicht nur für die eine Nacht. Ist es Liebe, die aus deinen Augen springt? Zumindest spür ich sie im Augenblick. Auch ich brauch dich. Es ist erstaunlich, wie sehr du mir vertraut bist. Was ist passieren wäre, was wir tun, kann nicht falsch sein, es ist mehr als du vielleicht meinst. Baby, suchst du nur nach Abenteuer? Du spiel nicht mit dem Feuer, denn ich will mich nicht verbrennen, keine Ahnung, was du liebst.
Baby, Baby, du siehst schön aus im Schlaf. Ich komm wieder, wenn ich darf. Will ich nicht weg, schreib dir selber, bevor ich weggehe. Dankeschön. Dankeschön. Ja, mit dir. So, jetzt müssen wir mal schnell hier das Ordnerchen wechseln und ich so. Ich bräuchte ein Tuch oder sowas haben. Ein Tuch? Hat mal jemand ein Tuch für den ein Film? Ein Tuch, ich weine. Ein Tuch. Ein Tuch. Wie war eigentlich das Essen, Leute? Habt ihr auch gegessen alle, ne? War gut, warm? Oder? Das Essen war warm. Habt das ihr gesagt gut? Warm? Das ist kaltes mega Essen warm. Ist traurig gewesen, aber... Aber war lecker? Ja, sehr schön. Prost zusammen. Habt ihr was? Prost. Prostchen. Ich hab nix. Zum nächsten Song kann man einfach nur sagen, Hammer, 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 dass ihr heute Abend alle da seid. Was wird wohl jetzt kommen? Hat jemand eigentlich von euch das Album? Ja? Alle mal Hand hoch. Ah, das sind nämlich so viele. Wunderbar, mit dem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ich musste einfach hinsehen, hingehen. Auf das Gala bist du nicht drauf, zu schön, ja. Ich kämpf meinen Weg durch zu dir, denn ich weiß, ich will nur zu dir. Doch als ich dann da war, du und dein Sektor-Shit, ihr wart schon weg, du bist Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Ich find's Hammer, dass du nicht so viel Scheiße laberst wie die anderen, die sich auf den Partys immer nur an meinen Arsch klammern und sich dann mit Cocktails das Leben süß labern. Du bist irgendwie anders, du bist einfach Aha, ein Doppel-MDR, Hammer, yeah. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Komm her, Marsch her, noch viel, viel mehr. Wegen dir werde ich dir Tiger in der Welt. Du bist Hammer, du bist kaum gestein und verfrühst dort zum Glamour. Hab dich nur einmal angesehen, schon als bei mir gedämmert. Wie zu viele Jahre hab ich ohne Schumpa-Banner. Denn bin jetzt geändert, du bist mit viel Judy, hast du Big Booty. Ich fühl dich aus, lad ich ein und ich bin zu Rudi. Du bist ein Mix aus Judy und Ghetto. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist, warum bist du nicht geblieben? Wie du mich ansiehst, oh Hammer Mama, Hammer Mama. Wie du mich ansiehst. Ich will deine Nummer wieder fällen, denn die Nacht war mir zu kurz. Ich komm nur, um dir deine Zeit zu stehlen, unsere Nacht war mir zu kurz. Wir können einfach nur zusammen sein und uns ansehen. Und vielleicht schließen wir die Tür und dann wird es abgehen. Egal, du bist der Hammer und den will ich mal schwingen. So wie du mich anmachst, kann ich dir nicht widerstehen. Wie wär's bei mir woanders so ein kleines Ding sehen? Und was da so mal rauskommt, ja, das werden wir mal sehen. Denn alles, was wir wollen, ist ein kleines bisschen Spaß. Und kommt da was ins Rollen, nehmen wir gleich ein bisschen Gas. Gehen wir in die Vollen, denn wir sind ja nicht auf Gas. Also komm vorbei, Girl, sonst hast du was verpasst. Hammer. Du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben, Hammer bist. Warum bist du nicht geblieben, Hammer? Du bist Hammer, Mama, yeah.
du mich ansiehst. Oh, aber Mama, aber Mama, wie du mich ansiehst. Mama! Dankeschön. Vielen Dank. Oh ja. Eine ganze Tischdecke. Schön, ne? Oh, Träumchen. Ach ja, wo du das hier so ins Rollen bringst. Achtlagige Servietten, das ist ja der Hammer hier. Wird immer besser. Hammer. Die guten Hakle-Servietten. Phil, weißt du noch, als das alles angefangen hat bei uns? Ich kann mich an nichts erinnern, ich war immer besoffen. Bei mir zu Hause im Herrenzimmer. Wie sich das so für Männer gehört, paar nette Getränke dabei und schon läuft der Hase lang. Und ja, wir haben bei mir zu Hause ziemlich viel ausprobiert, ziemlich viel gemacht. Sie ist weg war einer der ersten Songs, aber auch der folgende ist ein Song, den wir mal versucht haben. Auch wenn es kein Hip-Hop ist, das folgende Lied ist es von jemandem, der sonst sehr Hip-Hop-lastige Sachen gemacht hat. Und wir fanden beide, dass der Song mit drauf muss. Und deswegen präsentieren wir euch diesen Song heute auch, der den Titel trägt, muss ich einfach jetzt hier drauf drücken, oder was? Genau. Und wenn ein Lied. Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Sag ein kleines Stückchen Wahrheit und sieh, wie die Wüste lebt. Schaff ein kleines bisschen Klarheit und schau, wie sich der Schleier hebt. Eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt, zeigt, dass alt ist weit, auch wenn dein Schmerz bis an den Himmel reicht. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann du, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das Licht des Tages, damit du keine Ängste mehr kennst. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt. Denn es kam so über mich, so wie die Nacht über die Welt, schnell Gefahr aus der Dunkelheit. Bin ich zum ersten Schlag bereit, ich bin der Erste, der dich befreit, und einer der Letzten, der um dich weint. Damit du Liebe empfängst, durch die Nacht und das Licht des Tages, damit du keine Ängste mehr kennst. In unserer Sanduhr fällt das letzte Korn. Ich hab gewonnen und hab ebenso verloren. Jedoch wissen möchte ich nichts. Alles bleibt unser gedanklicher Besitz und eine bleibende Erinnerung. Zwischen Tag und Nacht legt sich die Dämmerung. Damit du Liebe empfängst,
Ecke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. So, der nächste Song, den haben wir selber geschrieben. Wir machen ja nicht nur Cover, wir machen auch eigene Songs. Genau, ja, und das muss man ja sagen. Es ist der einzige eigene. Richtig? Ne? Ja, ja. Der einzige auf der Platte. Wir haben jetzt schon einen zweiten, den wir auf Tour immer spielen. Aber dieser ist tatsächlich als erster Song aus eigener Feder entstanden und er ist zu 67% autobiografisch. 67, also genau 67,25%. Viel Spaß mit ihr, Tattoo! Richtig! Kollege, was geht? Bei Phil geht viel. Ich hab'n sweetest Day mit ner Supermate. Und regt egal, ma Mama und mir ganz viel Spiel. Und das ohne Tinder, Bumble oder Love Profil. Ne Frau wie Tony Gunn, nur die hübschere Schwester. Sie ist mein bester Silvester. Die schönste Rakete, ich so etablitet und ich so Autotür. Mann, hast du ein Glück, was kann ich dafür? Sie ist alles, was ich will, die geb ich nicht her. Mit den allerbesten Skills, Mann, was willst du mehr? Wo hast du die her? Deine Narbe fair. Auf der Straße aufgegabelt und das immer mehr. Ich von mir was stechen lassen, mir ein Bild für einen Namen verpassen. Da kam sie aus dem Studio, ganz, ganz frisch mit ihrem Tattoo. Ihr Tattoo, ihr Tattoo, ihr Tattoo, ihr Tattoo, ihr Tattoo. Was kann man auf dem Body jetzt sehen? Keine Ahnung, das muss ich dir gestehen. Hast du sie denn überhaupt schon mal gefragt? Klar, Tag für Tag. Doch sie hüllt mich in Schweig, willst mir nicht zeigen. Hast du nicht gesagt, du bist mit ihr zusammen? Mann, oh Mann, ich kann's noch nicht so, weil wir's leider immer nur im Dunkeln tun. Doch no, ihr Tattoo hält sie geheim, CIA und FBI. Ihr Tattoo, ihr Tattoo, ihr Tattoo. Ihr Tattoo, ihr Tattoo, ihr Tattoo, ihr Tattoo. Alles irgendwie bekannt vor. Ich traf mal so eine Hübsche auf dem Dancefloor. Ist sie blond? Ja, sie ist. Ist sie groß? Ja, gewiss. Mit dem schwedischen Pass. Woher weißt du das? Hat sie auch noch in der Zunge ein Piercing? Ja. Drückt sie immer einen dicken, fetten Goldschmuck? Klar. Fährt sie mit? Ja, sie fährt. Ist es Kind? Man erklärt. Alter, komm, was ist an dieser Frau verkehrt? Ich bring mal lieber nicht mehr mit dir in die Kiste. Ihr Tattoo ist eine ewig lange Liste. Lass die Finger von der Frau in das Gesicht. Ich bin auch drauf, bin die Nummer 60. Für jeden Mann, den sie verführt, hat sie ein Hauptstück reserviert. Ihr Tattoo, ihr Tattoo. Sie fühlt es wie eine Datenbank und man ist diese Liste lang. Ihr Tattoo, ihr Tattoo, ihr Tattoo. Ihr Tattoo, ihr Tattoo, ooh. Ihr Tattoo. Ihr Tattoo, für jeden Mann, den sie verfügt, hat sie ein Hauptstück reserviert. Für ihr Tattoo, ihr Tattoo. Sie fügt es wie eine Datenbank, oh Mann, ist diese Liste lang. Ihr Tattoo, ihr Tattoo, ihr Tattoo. Ihr Tattoo, ihr Tattoo. Ihr Tattoo, ihr Tattoo, ihr Tattoo. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr Tattoo, ja, da dürft ihr euch jetzt mal Gedanken machen, auf wen von uns beiden versteht, der Song am meisten... Versteht ihr überhaupt, was wir singen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Habt ihr verstanden, worum es ging? Nee, ne? Ach. Um irgendwas kommt, mit einem Tattoo. Das kommt mit der Zeit. Darf ich mal fragen, Phil und ich, wir sind ja so richtige Nachteulen. Wer von euch ist das auch? Seid ihr Nachteulen oder seid ihr eher so die Frühaufsteher? 10 Uhr ins Bett oder so. Ne? Gibt's Nachteulen? Mal Hand hoch. Nee. Mal hier so eine Statistik-Umfrage. Ja. Ja. Ein paar gibt's da doch. Also bei Phil und mir, also ich sag mal so, 2 Uhr ist ja nix.
3 Uhr. 2 Uhr stehen wir vielleicht auf. 3 Uhr ist gar nichts, 4 Uhr ist überhaupt nichts. Und dann um 5 Uhr wird es vielleicht ins Bett gegangen. Mal gucken. Ja. Jedenfalls sind dann die Wolken nicht mehr lila, sondern ultraviolett. Ultraviolett, genau. Deswegen kommt jetzt der Song Ultraviolette Wolken. Zu hart, wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag. Kein Stress, kein Druck, nehm zu, noch ein Schluck. Kommt den Tonic, guck in diesen Himmel, wie er sonnig. Rotkleid in das Blau, vergoldet deine Stadt. Und über uns ziehen lila Wolken in die Nacht. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen, mal unser Feuerwehr. Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Jung und ignorant stehen unter Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus Plänen und Träumen. Jeden Tag neu, bisschen Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen. Wollen mehr sein, mehr sein als nur ein großen Namen, die wir trinken auf ein Lila, lassen Pappbecher verrollt, feiern hart, feiern bald auf die Lila Wolken. Oh, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du ihn sehen, mal unser Feuerwehr. Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Kannst du auch nicht schlafen, bekommst du auch kein Auge zu. Lass uns gemeinsam warten, ich fühle mich genau wie du. Wir sehen, wie die Sonne aufgehen. 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 Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Guck, da oben steht ein neuer Stern. Kannst du uns sehen, mal unser Feuerwehr. Wir reißen uns von allen Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Wir bleiben wach, wir bleiben wach. Bis die Wolken wieder lila sind. Dankeschön. Vielen Dank. So, ich glaube tatsächlich, dass die musikalische Unterhaltung unsererseits jetzt schon fast vorbei ist. Nein. Nein. Doch, es ist das letzte Lied. Oh nein. Ja, das ist der letzte Song, den wir jetzt noch für euch haben. Und war das schon eine halbe Stunde eigentlich? Wir finden jedenfalls, ist das ein, wie soll man sagen, ein schönes Schlusslied. Kann man schon so sagen. Ich finde, jeder sollte sowas haben oder jeder sollte sowas möchten. Ja. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass Peter Fox diese Nummer für uns freigegeben hat, dass wir das überhaupt so machen durften. Das ist eine ganz große Sache für uns und jetzt für euch. Setzen wir uns hin, kurz muss wieder drehen. So. Oder bleiben wir heute mal stehen? Nee, wir bleiben mal stehen oder? Ja. Sonst sehen die uns ja dahin nicht. Also ich bin ja, ich bin Sitzzwerg. Okay. Ja. Ihr dürft übrigens fleißig mitsingen, wenn ihr die Texte könnt. Wir werden das zwischendurch mal testen. Ja?
bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jede Taube, jeder Name. Kam raus, ich warte auf ein Stück im Baum und schnell geladen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hole sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab guten Wind. Ein Traum, für mich sind. Ich lehne mich zurück und guck in tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Und Orangenbaum blättern liegen auf dem Wind. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Jedes Haus und jeden Laden. Ich muss mal weg, kenn jeden Zauber, wie er kam. Lauf raus, ich war noch so gefahren mit seiner Bahn. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. Und die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht. Ich weiß, sie wartet und ich hol sie ab. Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rücken Wind. Von Straßenland, der für mich singt. Ich nehme mich zurück und gucke tiefe Blau. Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus. Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Und Orangenbaumblätter liegen auf dem Wind. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ich begraben, hab taube Ohren und weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Okay, aber da müssen wir jetzt mal sagen, das war gerade eigentlich... Ja? Wissen wir? Habt ihr noch Lust? Ja? Weil dann machen wir noch mal einen, weil... Dann machen wir noch einen. Ja, einen machen wir noch, weil der gerade hat mal einen leichten Texthänger. Vielleicht ist es aufgefallen, aber vielleicht auch nicht. So ist das. Ja gut, dann machen wir noch einen. Ihr habt es nicht anders gemacht. Deswegen haben wir extra noch einen Song dabei. Dann haben wir nämlich noch einen Versuch, ob wir da den Text auswendig können. Übrigens, das kann man ja auch mal erzählen. Es war ja nicht immer alles ganz so leicht. Wir haben viele Zusagen gekriegt. Oder eigentlich von jedem Originalinterpret die Zusage gekriegt, dass wir es machen dürfen. Und der nächste Künstler, von dem wir jetzt einen Song interpretieren, der hat sich ein bisschen länger Zeit gelassen. Das haben wir uns aber auch schon fast gedacht. Von dem kam dann erstmal zurück, ja, ist ja, super. Ist noch so drauf. Ja, ist auf jeden Fall super, könnt ihr machen, aber ich möchte ganz gerne mal die Tracklist sehen. Ja, richtig, genau. So, also... Udo wollte auf jeden Fall die Tracklist sehen, was wir noch drauf haben. Und dann hat er gesagt, okay, könnt ihr so machen. Für uns auf jeden Fall mega Ritterschlag. Hier ist Cello. Von dir versäumt und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann hab ich von euch geträumt. Du spieltest Shadow in die Pisaren in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend.
warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Na 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 na. Ja, ich war ständig da, das hat dich dann überzeugt. Wir wollten immer zusammenbleiben. Und überhaupt das mit dir, das war so groß, das kann man gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du in Würzburg und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch nochmal aus und spiel so schön wie früher. So erregt. Cello, du warst eine Göttin für mich. Und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Na 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 na. Cello, oh, oh, oh. Du spieltest Cello. Auch in Chicago, ich war dabei, du warst dabei, wir sind da. Cello, oh, oh. Dankeschön. Vielen Dank euch. Dankeschön. Oh. Hm. So. Moment. Da müssen wir mal den Ordner wechseln. So, normalerweise haben wir ja eine Band dabei, deswegen sehr komisch, sich immer da. Wenn man bei den Musikern auch einfach Play drücken könnte, das würde man einige Zeit sparen. So. Jetzt haben wir einen. Oh ja, ja, ja. Oh nein, ey. Oh ja, ja, ja. Okay. Na klar. Na klar. Yeah. Ja, 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 ja. Ja, mein Christ, Digga, was geht da? Verdammt cool, obwohl kein Anseher. Der Chef-Styler, der Headliner, der mit seiner Mucke Danke sagt. Lang nicht mehr so geile Beats bekommen. Die Scheiße knallt wie im Libanon. Die Zeit war reif für neue Style. Hin und weg wie Berlin und Bonn. Und ich bin da gekommen mit meiner Welt, weil ich hörte die Leute, die sind laut. Ihnen werden der Barbocke die Welt. Und unser Mann ist überragend. Also alle, die feiern und sagen. Und alle, die rocken wollen, die sagen. Ihr seid auf jeden Fall richtig bei uns. Wir bringen den Scheiße zum Kochen, das geht so hoch. Wir machen das klar. Wir machen das klar. Und ich sag, oh ja, wir machen das klar, also glaub mir mal. Ich bin ein B-Boy und halb Bohane, ich walk in Lacoste und Ralph Lauren und immer fresh. Und ohne Fleck, der Scheiß muss strahlen wie Halogen. Du siehst mich nie in einem verdreckten Shirt. Er mach ich einen Track mit Björn. The Mac Daddy, Fred Perry, und Don Styler werden weggeburnt. Und ich bin mehr gekommen mit meiner Welt. Weil ich höre die Leute, die diese laut. Ihnen werden auch der Barock in die Welt. Und unser alles überragendes Sound. Also alle, die feiern und sagen, hey.
und alle die Rockenfreunde sagen, ihr seid auf jeden Fall richtig bei uns. Wir bringen die Scheiße zum Kopf, das geht so hoch. Wir machen das klar, wir machen das klar. Und ich sag, oh ja, wir machen das klar, also glaub mir mal. Wir machen das klar. Ja, wir sagen Prost, ne? Ich liebe die als und die Reeperbahn. Oh, GZSZ und BKA, Life. Marco Kass, also Europa, und wir gehen mal in die Gegend. Und während die in der Kneipe sitzt und jammert, dass das Leben scheiße ist, ja, da sitz ich hier, Stift und Papier, eine Jagd den nächsten geistig blitz. Und ich bin ja gekommen in meiner Welt, weil ich hörte die Leute diese Nacht, jede Werner, der war Bock in die Preis, und unser Mann ist überragend. Also alle, die feiern, waren und alle, die rauchen, sagen, hey, ihr seid auf jeden Fall richtig bei uns. Wir bringen die Scheiße zum Kopf, das geht so hoch. Wir machen das klar, wir machen das klar. Und ich sag, oh ja, wir machen das klar, also glaub mir mal. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Jetzt brauchst du auch kein Tuch mehr, Phil. Irgendwie siehst du noch viel zu trocken aus. Ja. Ich stand auch nicht so im Scheinwerferlift. Würzburg, der Applaus war viel zu leise. Großen Applaus für Phil und Chris von Goldmeister. Dankeschön. Prost auf euch. Danke. Unglaublich cool, die beiden Jungs. Wir verschaffen euch jetzt mal kurz ein bisschen Pause zum Verschnaufen. Sie haben bei der so erfolgreichen Fußball-WM, aber das wussten wir alle nicht vorher, auf der Fanmeile in Berlin gespielt, vor über 100.000 Menschen. Das war ein ganz großartiger Auftritt. Jetzt am 26. August seid ihr live im ZDF beim Fernsehgarten zu sehen. Mit Band. Also mit Band. Mit sieben Leuten. Und natürlich live, wie im Fernsehen ja immer. Genau. Ja. Genau. Genau. Also wir haben auch gedacht, so im Rahmen des Platzes, die sieben Leute, das wäre nicht gegangen hier, glaube ich. Nein. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Erstmal vielen Dank, dass ihr überhaupt heute Abend nach Würzburg gekommen seid, um uns so einen sensationellen, exklusiven Abend zu ermöglichen. Jetzt zu eurer Musik. Alle kannten die Texte, die kennt man natürlich aus den 90er Jahren. Wie war denn so die Initialzündung, die Idee, sowas überhaupt zu machen? Also im Prinzip war die Idee, dass wir da gesessen haben und gesagt haben, man müsste mal irgendwelche Songs nehmen, natürlich die. Also aber die Grundidee war eigentlich, dass Chris und ich zusammen gesessen haben und gesagt haben, wir machen zusammen irgendwann mal Jazz oder Swing, ja, besser gesagt. Also den für die Allgemeinheit zugänglichen Jazz. Und dann haben wir uns aber gedacht, okay, aber Jazz kann ja, oder Swing kann ja jeder Vollidiot. Wir müssen uns irgendwas überlegen, was es noch nicht in der Form gegeben hat. Und da kamen wir dann halt auf haben wir verschiedenste Musikrichtungen genommen und die auseinandergefrimmelt und geguckt, was kann man damit mal machen. Und dann waren wir bei Punk, beim Metal und sind am Endeffekt beim Hip-Hop gelandet, weil der Hip-Hop einfach so eine schöne Dialogform und so eine schöne Rhythmik hat. Und ja, das hat so geil gepasst, dass wir gedacht haben, das machen wir mal was. Und es scheint zu funktionieren. Gefällt euch die Form Hop-Jazz? Matze hat es ja vorhin schon angesprochen. Ihr habt natürlich auch schon von einem Wahnsinnspublikum gespielt heute im Jazz. Eine sehr kultische Bar in Würzburg, aber sehr klein. Was gefällt euch besser, die großen Festivals oder doch die kleinen Clubs?
Also natürlich sind diese großen Dinge auch geil, keine Frage. Das Problem ist bei diesen riesengroßen Festivals, Fanmeile zum Beispiel, 100.000 Menschen, du kriegst das ja gar nicht mit. Du siehst nur eine Wand an Menschen, zu denen du eigentlich, weil du eine wirkliche Entfernung da hast, nicht so einen direkten Bezug aufbauen kannst wie hier zum Beispiel. Ne? Das ist ein bisschen familiärer, gemütlicher, finde ich persönlich auch ganz geil. Aber man sieht die Schweißperlen halt bei den Festivals nicht allzu. Ja, das stimmt. Aber das macht es auch gerade aus. Ja, absolut. Es ist dunkelbraun, das Hemd. Ja, ja. Man sieht, ihr habt was geleistet. Wenn wir mal so ein bisschen über euch recherchiert im Internet, wir haben ein Video gefunden von eurer Plattenfirma Universal, wo ihr offensichtlich wie bei... wie hieß es damals mit Rudi Carrell? Herzblatt getrennt genau. Voneinander befragt wurdet. Oh ja. Ihr wart euch in sehr vielen Punkten, ich sag's jetzt mal, uneins. In einem Punkt aber habt ihr sofort gleich geantwortet, da war die Frage, lieber Champagner oder Bier? Da war sofort die Antwort, Bier. Ja. So, wir haben ja das Fest heute Abend auch der Distelhauser Brauerei zu verdanken, haben wir für die Jungs. Jetzt haben sie ihre... da kommt vom Chris direkt die Ansage, schnell. Kalt und schnell. Yeah. Muss das Bier sein. Das habt ihr euch jetzt auf jeden Fall verdient. Yeah. Ich kann den Blick da gar nicht von lassen. Aber ansonsten, wie habt ihr beiden zusammengefunden? Also Phil, du wohnst in Hamburg, Chris, genau. Du in Wuppertal. Aber ich komme ja ursprünglich auch aus seiner Ecke sozusagen. Ich bin erst 2010 nach Hamburg gezogen. Und wir kennen uns über ein ehemaliges Bandprojekt, was wir auch schon zusammen gemacht haben. Das ist jetzt 2012 haben wir damit angefangen. Also wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange. Und wir haben natürlich ein bisschen uns über euch informiert. Jetzt wollen wir über euer wahres Leben sprechen, wenn nicht gerade ihr auf einer Bühne steht und Musik macht. Phil, du bist Barkeeper. Du machst normalerweise den Job hier. Richtig, das kann ich auch gut. Der Typ macht die geilsten Whisky-Sauer ever. Dass ich hier gleich noch schließe, muss er noch probieren. Getränke mixen muss. Also nee, ich kann das überhaupt gar nicht. Einen können wir später nochmal testen. Vielleicht kriegen wir das hin. Späterer Stunde vielleicht. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was vor heute Abend. Im Schanzenviertel in Hamburg, direkt genau. Da, wo jeden Abend quasi, da beginnt am Montag das Wochenende. So sieht's aus. Chris, du machst was ganz Spannendes. Du verkaufst im wahren Leben, jetzt Achtung, humanoide Roboter. Ja, das sind... Das hat ja mit Musik so gar nichts zu tun, oder können die auch singen? Doch, es gibt so eine Tanz sogar zu unserem Lied. Der Tanz zu unserem Lied. Also da muss man dazu sagen, humanoide Roboter, wenn man das hört, da denkt man immer gleich so, Hilfe, die Roboter kommen, Hashtag German Angst, man ist da immer so ein bisschen sehr ängstlich. Dieser kleine Roboter, um den es da geht, ist ungefähr 1,20 groß, heißt Pepper, ich weiß nicht, ob da schon mal jemand von gehört hat. Der ist ziemlich bekannt und echter Medienstar und der nimmt auch keinem die Arbeitsplätze weg. Kann der überhaupt nicht, so weit ist der noch gar nicht. Und das ist das Ding. Wir haben ein Start-up gegründet in Wuppertal und ich bin da direkt mal in den Vertrieb gegangen und habe da auch echt immer noch Spaß dran, muss ich sagen, weil das Team einfach so wahnsinnig geil ist. Und es ist natürlich schon schwer, das mit der Musik zu vereinen. Du hast da echt viel zu tun. Urlaubstage gehen für die Musik eben drauf. Aber am Ende ist es so, wenn ich mich irgendwann entscheiden müsste, ist es so, bin ich im Herzen ein Künstler einfach. Und, ja, Phil will hoffen, dass er im Herzen Künstler ist. Für dich gab es sowieso nur die Musik. Ihr seid ja heute als Duo da. Erzählt mal, wie läuft es denn sonst ab? Sonst seid ihr ja doch ein paar Mann mehr auf der Bühne und dann kracht es aber ordentlich hier. Genau, also zum Beispiel morgen spielen wir in Hamburg wieder, sind wir zu neunt und wenn wir zu neunt sind, dann ist natürlich noch mal ein bisschen heißer auf der Bühne und auch gibt es natürlich für die Zuschauer auch ein bisschen mehr zu gucken als uns beiden Lappen. Ja, als Lappen wollen wir es euch nicht bezeichnen. Schön gesagt, ja. Untertreibung halt. Ne? Er hat es mit den Lappen. Haben wir mittlerweile einen Lappen für ihn eigentlich? Ich auch schon einen. Es war nur wieder ein versteckter Wunsch, endlich einen Lappen zu bekommen für die ganzen Schweißperlen. Ist nicht ganz angekommen. Aber, und jetzt kommen wir zur großen Überraschung, die beiden schwärmen selbst davon, wenn sie mit ihren 7 Bandkollegen auf der Bühne stehen können. Und ihr werdet es verstehen, rein platztechnisch war das logistisch etwas schwierig heute Abend hier im Chase, weil da hätten wir auf Besucher verzichten müssen. Das wollten wir natürlich auch nicht. Deswegen haben wir mit euch schon vereinbart, wir haben die Tickets auch schon da, am 6. September kommen sie zurück nach Kitzingen. Da gibt es eine sehr coole Location, den Stadtbalkon. Direkt am Main, mit Blick auf die Stadt, direkt unter der alten Mainbrücke, das Charivari-Balkonkonzert. Sensationell schön, dass ihr da seid, in kompletter Bandbesetzung. Und die große Überraschung für euch, weil die Karten gibt es nicht zu kaufen, die gibt es quasi nur bei uns. Alle, die heute da sind, kriegen von uns 2 Tickets für den 6.9. in Kitzingen. Wir sehen uns wieder.
Wir sehen uns wieder. Sehr schön. Party. Ja. Also, ob ihr wollt oder nicht, ich glaube, die freuen sich. Ja, geil. Ich freue mich aber auch. Das ist aber eine auch nette Überraschung. Find ich ob, toll. Ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet einen weiteren Abend mit diesen beiden Lappen verbringen dürfen. Geil. Und geil. Sieben anderen Lappen. Und sieben andere Lappen. Lappen auf. Lappenmeister. Also tragt euch fest in den Kalender ein. Damit auch der Gruß an alle, die bei Facebook gerade zuschauen. Da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Einfach Charivari hören. Das ist der einzige Weg, über den ihr an die Tickets für den 6.9. Open Air da kommen könnt. Wir freuen uns tierisch auf euch. Jetzt wollen wir mit euch noch ein bisschen ein paar gemütliche Stunden hier verbringen. Auf jeden Fall. Wir vielleicht vom Phil noch ein paar Cocktails. Whisky sauer ist deine Spezialität. Finde ich persönlich gut. Okay. Whisky sauer. Ich weiß nicht, ob das meine Spezialität ist, aber Chris mag es einfach gern. Ich muss ihn immer machen, wenn er da ist. Haben wir genügend da. Dann dürft ihr noch hoffentlich eine kurze Nacht verbringen. Dann nochmal der Dank ans Hotel Rebstock. Da dürfen sie nämlich übernachten. Das ist Dankeschön. Das Hotel in Würzburg, das sogar die Namen auf die Schlappen schreibt. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin selten so willkommen geheißen worden. Also du gehst da zum Zimmer und schon an der Zimmertür, willkommen Goldmeister, also das großes Ding. Echt sehr schön, sehr geil. Besondere Gäste werden besonders in Würzburg empfangen. Erstmal danke auch an euch, ihr wart ein sensationelles Publikum. Der Chris hat noch nicht genug. Jetzt, ich weiß nicht, ob wir das verlangen dürfen. Einmal noch, sie ist weg. So wie wir eingestiegen sind, wieder aussteigen. Ist es... Ja? Wir können auch was Neues dann lieber machen, weil... Gerne, gerne. Also, wir haben einen Song in der Tat noch gar nicht gemacht. Der Phil ist Hamburger, wisst ihr schon? Ja. Naja, ihr habt's nicht anders gewollt. Jetzt kommt aber ein ultra langer Song, extra, weil ihr wolltet. 5,5 Minuten jetzt. Und nur Gelaber. Viel Spaß nochmal mit Goldmeister. Danke euch. So, jetzt brauchen wir Luft. Wir brauchen auf jeden Fall ein Sauerstoffzelt für die folgende Nummer. Und legen einfach mal los. So. Es ist 2018, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein. Ja, mein Budget war klein. Na fein, herein, willkommen im Verein. Ich wette, heute machen wir erneute fette Beute, treffen sollte Bräute und lauter nette Leute. Warum dauernd Trauer? Wow, schau dir diese Frauen an. Schande, dazu bist du imstande. Kaum ist deine Herz allerliebste aus dem Land und du hängst, denkst, denkst an andere. Was soll ich denn heulen? Du weißt, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben mein First Love. Ich dachte nur im Schlaf, doch auf sie war ich schon immer scharf. Bist du den Blick gehabt, den sie mir im Zimmer warf? Oh mein Gott, was hat der Teufel gesagt? What a pretty woman, slip is mit die Dummen. Wenn ich dich dummen Blicke schicke, sie wie Rummelige kicke, meinst du, checkt sie das? Du bist durchschaubar wie Plexiglas und sie kommt auf dich zu. Na Kleiner, hast du Bock auf Schweinereien? Nein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ich habe einen Freund, ein guter, sozusagen mein Bester. Und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freundin, nicht auf seine Schwester. Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben. Wenn er sie und ich uns sehen, kommt sie in den Raum, wird beschwindelig. Sag ich, sie will nichts von mir, dann schwindel ich. Ich will sie will mich, das war sie, das will ich. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Und somit sitzt sie sozusagen in der Triebmühle. Das ist auch der Grund, warum ich nicht vom Schicksal gefickt fühle. Warum hat er die schönste Frau und so Frau mit dem schönsten Körperbau? Und ich schlau. Genau. Wir steigen einem die Tränen in die Augen, wer man sieht. Was mit mir passiert und was mit mir geschieht. Es erscheinen Engelchen und Teufel, jeder auf meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts. Nimm mir die Frau, sie will es dauern. Kannst du mir erklären, wozu mein guter Freund braucht? Halt, der will dich in, schreit der Engel von der Link. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist und in der Stink? Also streiten sich die beiden um mein Gewissen. Und ob es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein ja. Soll ich's wirklich machen, oder?
Leute, jetzt bin ich der Solist in unserem Knabenchor. Hey Phil, was hast du heute Abend vor? Ich mach hier nur noch meine Strophe fertig. Pack meine sieben Sachen und da werd ich mich zu meiner Freundin begeben. Denn wenn man ehrlich gesteht, sind solche netten, ruhigen Abende ja spärlich gesehen. Aha, und aber bist du eingeladen auf das Beste aller Feste, auf der Gäste bist du eingetragen. Wenn du nicht mit Gott, hast du echt was verpasst. Den Wunder, das wird fast die Party des Jahrhunderts. Lust hätte ich eigentlich schon. Oh, es klingelt just das Telefon. Hallo? Und sie sagt, es wär schön, wenn du bei mir bleibst und nach. Ich dachte, das wär gemacht. Weißt du, ich liebe diese Frau. Und deswegen komm ich von der Traufe in den Regen. Na, was ist ein Filmmeister? Kommst du mit, du Kollegenschwein? Ja klar, nein, ich mein, nein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank an euch, Jungs. Vielen Dank an Goldmeister. Der Abend ist aber noch lange nicht vorbei. Wir feiern jetzt ein bisschen weiter. DJ Speedy ist bereit. Hoffentlich steht er da. Er gibt einen Daumen hoch. Viel Spaß weiter im Chase. Danke nochmal, Chris, für den geilen Abend. Dankeschön. In Kitzingen. In Kitzingen, definitiv. 6.9. in Kitzingen gibt es eine ganz lange Zugabe mit kompletter Band und Vorband. Wird ein richtig geiler Konzertabend. Wir freuen uns auf euch alle. Schönen Abend in Würzburg. Danke, Goldmeister. Applaus